Löw ermutigt Bayern. Bundestrainer Joachim Löw sieht das 0:4-Debakel der Bayern im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales gegen Real Madrid gelassen. Real sei einfach besser gewesen, das müsse man akzeptieren, sagte der 54-Jährige bei DFB.de. Auf diesem hohen Level müsse einfach alles passen. Dennoch bleibe es dabei, dass Bayern bislang eine ganz starke Saison gespielt habe, die ja noch nicht zu Ende sei. Außerdem habe man ja noch große Ziele bei der WM, so Löw weiter. Bayern kassiert 60 Millionen. Der FC Bayern München kann sich trotz des Champions League aus gegen Real Madrid über Einnahmen in Höhe von über 60 Millionen Euro freuen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola erhielt in der Königsklasse knapp 26 Millionen Euro an Startgeldern und Prämien. Zudem kassierten die Münchner weitere 35 Millionen Euro aus Zuschauereinnahmen und dem Marktpol der UEFA. Hüntela fordert Verstärkungen. Stürmer Klaas-Jan Hüntela knüpft seine Vertragsverlängerung mit Schalke 04 an weitere mögliche Verstärkungen. Ihm sei wichtig, dass man die Zukunft gut angehe, sagte der Torjäger der Sportbild. Dafür brauche Schalke gute Spieler, ein paar Investitionen. Das Beispiel Boateng habe gezeigt, dass solche Spieler einem Team gut tun. Von dieser Art Spieler brauche man nach Möglichkeit jede Saison ein oder zwei. Zudem solle das Team zusammengehalten werden. Hüntelas Vertrag bei den Königsblauen läuft noch bis Sommer 2015. Gisdol warnt vor Relegation. Hoffenheims Trainer Markus Gisdol hat seine abstiegsbedrohten Ligakonkurrenten vor der möglichen Relegation gewarnt. Er sei heilfroh, in diesem Jahr nicht wieder in dieser Situation zu stecken, sagte der 44-Jährige der Sportbild. Relegation sei wie ein Würfel. Diese Unberechenbarkeit mache es sehr unangenehm und der Druck sei brutal. Vergangene Saison hatte Gisdol mit seiner Mannschaft erst in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern die Klasse gehalten. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport 1.